Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Felix Mai gibt die Partie frei. Karl Marienborn ganz in Weiß von rechts nach links und der FC ganz in Rot. Kenner Offensive versammelt sich im 5-Meter-Raum. Und die Ecke geht genau dahin, wo keiner steht, aber es gibt den Strafstoß für Karl Marienborn. Bei Jannis Hoffmann gehalten wird. Schauen wir drauf. Hoffmann stiehlt sich weg. Das ist der Einzige, der da nicht im 5-Meter-Raum steht. Und dann müsste es Adam Lenges sein. Der klammert, der hält ihn fest, lässt ihn nicht mehr los. Und das ist halt eben ein Elfmeter. Der Ketten würde antreten. Markus Bazurek gegen Jonas Obig. 1:0, Karl Marienborn. Georg Strauch hat jetzt mal wieder sehr viel Platz vor sich. Oh, das war gut klatschen gelassen von Schmid. Flache Flanke, Möglichkeit, Ausgleich. 1:1, Hendrik Mittelstädt. Wunderbar, dieser Ball von Schmid nach außen. Und dann die Hereingabe, Punkt genau auf Mittelstädt, der da auch einfach im Umkreis von 5 Metern gar keinen Gegenspieler hat. Bleibt hängen, gibt noch eine Chance. Schneider mit der Flanke auf den zweiten. Schwirten, Siegel. Und Robert Jendrusch, ein ums andere Mal der sichere Rückhalt heute. Einwurf Karl Marienborn, das dürfte es dann auch gleich gewesen sein. So ist es. Felix Mai pfeift ab. 1:1 trennen sich Karl Marienborn und Kölns U21. Der erste Punkt für die Kölner und Karl Marienborn bleibt ungeschlagen. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.